بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Meine geehrten Geschwister, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ich danke Allah subhanahu wa ta'ala. Ich danke Allah subhanahu wa ta'ala für seine Gnaden, die unaufhörlich sind und die man nie und nimmer aufzählen kann und könnte. Niemand könnte die Gnaden Allah subhanahu wa ta'ala aufzählen, die er uns gegeben hat. Subhanallah. Wenn man sich nur vorstellt, viele von uns beschweren sich immer. Beschweren sich deswegen dieses und jenes, Kleinigkeiten, das Essen ist nicht warm, das ist Essen ist so, mir ist kalt, mir ist das, ich habe kein Auto, ich habe kein, man redet immer von ich habe nicht und ich habe nicht. Statt dass man sieht, die Gnaden sieht, die Allah einem gegeben hat, sucht man nach Sachen, die man nicht hat, subhanallah. Allah Azza hat dich auserwählt, Allah hat dir gegeben und gegeben und gegeben, aber man merkt vor lauter Gnaden die Gnaden nicht mehr. Und dann sucht man nach irgendwelchen Krümeln, subhanallah. Stell dir mal vor, als Mensch, stell dir vor, als Mensch, jetzt, du hast Augen. Einer würde dir anbieten, er gibt dir Milliarden, aber für dein Augenlicht. Er hat's nicht, man kann es mit der modernen Medizin, könnte man eine OP machen, ja, und er ist reich, sein Vater ist Multimilliardär, er gibt dir Milliarden für deine Augen, für dein Augenlicht. Niemand würde seine Augen hergeben. Und wenn du blind wärst und du hättest Milliarden, du würdest Milliarden hinlegen, um wieder sehen zu können. Und sogar würdest du dir noch einen Kredit nehmen und Milliarden Schulden machen oder vielleicht sogar Billionen. Und was hat Allah Azza wa Jalla gemacht? Allah hat dir dieses Augenlicht kostenlos gegeben. Du hast eine Tochter, einen Sohn, du hast Kinder. Diese Kinder, wenn man dir diese ganze Welt gibt, alles Gold, alle Diamanten, alles, was auf dieser Welt ist, würde jemand seine Tochter hergeben, der einen Verstand hat, der normal ist, würde niemals einer machen. Dieses Kind, was dir, Eltern würden ihre Leber, ihr Herz geben, ihr Leben geben für das Leben ihrer Kinder, damit ihre Kinder leben, würden die ihr Leben geben, subhanallah. So sehr liebst du dieses Kind oder diese Kinder, die Allah dir gegeben hat. Schau, wie viel sie in deinen Augen wert haben. Jemand würde dir anbieten, ich gebe dir 100 Billionen für deine Kinder, du würdest lachen. Allah Azza wa Jalla hat dir diese Kinder kostenlos gegeben. Subhanallah. Wir gehen schlafen und während unseres Schlafs, die Organe, das Herz schlägt, der Darm, Magen, alles arbeitet, die Leber, alles. Allah Azza wa Jalla kümmert sich um alles. Subhanallah. Und Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Und wenn ihr die Gnaden Allahs aufzählen wolltet, so würdet ihr das nicht können. Abgesehen davon, von Nahrung, Heizung, sauberes Wasser, Sicherheit, ein Dach über den Kopf, Auto, Genuss. Subhanallah, schaut nur darauf, wie gnädig Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wie großzügig er ist, er hätte auch einfach ein paar Nahrungsmittel für uns erschaffen können. 1, 2, 3 Obst- oder Gemüsesorten und das war's. Aber was hat er stattdessen gemacht, subhanahu wa ta'ala? Er hat für uns erschaffen Obstsorten in allen verschiedenen Formen und Farben und Geschmäcker, subhanallah. Und das gleiche mit Gemüse und das gleiche mit Gewürzen und das gleiche an subhanal Khaliq. Fleisch- und Fischsorten. Ja, so viele kennen wir und können wir gar nicht, wir können das gar nicht auswendig lernen, diese ganzen Namen von diesen Obst- und Gemüsearten und Gewürzen und Fisch und subhanallah. Und das hat alles, was da ist, alles, was Allah erschaffen hat, hat er für wen erschaffen? Für ihn? Für sich selbst? Allah Azza wa Jalla ist Rani. Allah ist der Reiche. Allah braucht gar nichts, überhaupt gar nichts. Alles, was er erschaffen hat, hat er für uns erschaffen. Warum?
La'allakum tashkurun. Vielleicht werdet ihr dankbar sein. Subhanallah. Möge Allah uns dankbar zu den dankbaren Dienern gehören lassen und uns Dankbarkeit schenken. Und viel mehr, liebe Geschwister, als das, wallahi, diese ganzen Gnaden, und wenn wir von heute bis morgen früh weiterreden, wallahi, wir könnten nie und nimmer aufhören, aufzuzählen die Gnaden, die uns Allah gegeben hat. Die Geschenke. Einfach so. Du hast ihn noch nicht mal danach gefragt. Und Allah hat dir schon dich in schöner Art und Weise erschaffen. Diese Gelenke, wie sie funktionieren, wie man laufen kann, subhanallah, wie man geht, wie man guckt, wie man schläft, wie man sich bewegt, wie man arbeiten kann. Wenn man diese Gnaden aufzählen will, wallahi, wir können das nicht. Allah Azza wa Jalla sagt in Surat Ibrahim, وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. In diesem Vers. Und Allah hat euch gegeben von all dem, wonach ihr gefragt habt. Aber wallahi, Allah ist noch gnädiger. Wir haben noch nicht mal danach gefragt. Und Allah hat uns schon alles gegeben. Und ein viel, viel größeres Geschenk als das, liebe Geschwister, ist was? Das Geschenk der Rechtleitung. Das Geschenk, dass du deinen Schöpfer kennst. Das Geschenk, dass Allah Azza wa Jalla dich auserwählt hat, dass du die Möglichkeit hast, einen Sinn im Leben zu haben. Einen Sinn zu erfüllen. Und nicht etwas Sinnloses zu sein. Das Sinnloseste, was es auf dieser Erde gibt, ist ein Käfer oder ein Muschrik zu sein. Du lebst. Und eine Kuh hat mehr Würde und hat mehr Nutzen als ein Mensch, der seinen Schöpfer nicht kennt und nicht anbetet. Weil warum hast du einen Verstand? Die Kühe essen und trinken und schlafen und dann sind sie tot. Aber wenigstens geben sie Milch. Die sind nützlich. Oder Fleisch. Oder einen schönen Anblick. Oder Subhanallah, oder Mist. Von ihnen Mist ist ja nützlich für die Plantage, für die Erde, fürs Acker. Ja, Subhanallah. Die sind nützlich. Eine Kuh ist ja da nützlicher. Wie kann ein Mensch, der einen Verstand hat, Subhanallah, der all das sieht, und ich saß vor einigen Tagen noch im Flugzeug und neben mir saß ein Ingenieur und wir kamen ins Gespräch, Subhanallah, und er war Protestant, also er war aus Schottland, gebürtig, und er ist ein Ingenieur, irgendwas, ich weiß nicht mehr, was für ein Ingenieur er war. Subhanallah. Und dann habe ich ihn, der sagt, ja, ich bin Protestant aufgewachsen, so meine Familie. Wieso, glaubst du an Gott? Der so, nee, ich bin Atheist. Okay, und der sagt mir, er ist Ingenieur, und ich saß so am Fenster, ich gucke so raus und ich sehe diesen Himmel und diese Wolken unter uns und Subhanallah. Da habe ich einfach gelacht. Da sagt mir, warum lachst du? Ich weiß nicht, wie man das hier leugnen kann, wie man das sehen kann und dann, wie man dann zu dem Entschluss kommen kann, dass es gar keinen Schöpfer gibt. Es geht gar nicht. Das ist das Unlogischste, was es überhaupt auf dieser Erde gibt. Da haben wir über diesen Bing Bang geredet und der glaubt auch an den Bing Bang. Aber ich denke, pull mal einen Bing Bang an, eine Explosion. Was macht eine Explosion normalerweise? Die zerstört einfach alles. Die macht einfach alles kaputt. Und dieser Bing Bang war ja eine Explosion. Das ist ja keine Atombombe. Das ist ja was Unvorstellbares. Aber wie kannst du dir vorstellen, dass eine Explosion... Erstmal, woher kam diese Explosion überhaupt? Woher kam diese Gaswolke und diese Atmosphäre und alles? Und dann kam diese Explosion, aus dieser Explosion ist was geworden? Menschen, Sonne, Mond, schöne Blumen, Rosen. Das geht gar nicht, das macht gar keinen Sinn, sowas. Die Wahrscheinlichkeit, dass aus einer Explosion das wird, was wir uns ansehen, schöne Palmen mit Stränden und Fische und das, und ja, das ist 0,0000, so viele Nullen kann man gar nicht schreiben in seinem Leben. Prozentual, das ist einfach unmöglich. Wie auch immer, inshallah kommen wir zum Vortrag. Das war inshallah nur eine kurze Einleitung, inshallah, dass wir uns an die Gnaden Allahs erinnern und dass wir Allah dankbar sind. Möge Allah uns dankbar machen. Liebe Geschwister, inshallah, werde ich ganz kurz inshallah versuchen. Und zwar haben wir maximal 41 Minuten Zeit. Inshallah werde ich in diesen 41 Minuten Zeit maximal inshallah zwei Vorträge halten. Und ich weiß nicht, ob ich das angekündigt habe, aber ich werde auf jeden Fall, inshallah, einmal das Buch Kitabul Kabair, ein sehr, sehr schönes, ein wunderschönes Buch, was ich im Ramadan schon angefangen habe. Allerdings habe ich die Vorträge leider nicht mehr alle gefunden. Und deswegen werde ich, inshallah, einfach die Vorträge, die nicht da sind, einfach nochmal wiederholen, inshallah. Ich hatte die ja sowieso nur auf Instagram gehalten.
und die sind auch nicht hochgeladen worden nirgendwo. Deswegen werde ich Allah da die einen Vorträge, die nicht mehr da sind, inshallah einfach nochmal neu halten. Und es nützt auf jeden Fall, denn es ist, wie Allah Azza wa Jalla sagt, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ und ermahne, erinnere, ermahne, denn die Ermahnung nützt den Gläubigen. Ja? Ermahnung, Erinnerung, auch dass man erinnert wird oder eine Sache zweimal hört, dreimal hört, ist natürlich nützlich für uns alle, inshallah. Deswegen werden wir das inshallah machen und wir werden heute die erste Kabira, ja, das ist ein Buch, Kitabul Kabir ist ein Buch von Imam al-Dhahabi, rahmatullah alayhi. Und ich habe die Einführung, habe ich inshallah noch, ich werde die auch noch posten. Ein sehr, sehr schönes Buch. Das Buch behandelt die großen Sünden im Islam. Die großen Sünden im Islam. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, weil wenn du, wie die Sahaba gesagt haben, die Salaf, wenn du nicht weißt, wovor du dich schützen willst, wie willst du dich davor schützen? Ja, du musst erstmal wissen, wo soll ich mich schützen? Weil Al-Kabair sind die großen Sünden. Die großen Sünden bringen dich in Jahannam. Ja, die kleinen Sünden werden vergeben, wie ich in der Einleitung schon erklärt habe, und ich werde das noch posten. Kleine Sünden werden vergeben, wenn du kleine Fehler machst, ja, in tajtanibu kabaira ma tunha anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum. Wenn ihr die großen Sünden unterlässt, unterbindet, nicht macht, werden wir euch eure kleinen Sünden vergeben. Ja, die kleinen Sünden werden vergeben, wenn du betest, wenn du eine gute Tat machst, du spendest, du bist gut zu deinen Eltern, du machst eine gute Tat, dann werden dir auch kleine Sünden vergeben. Aber die großen Sünden, wenn du keine Taube machst, die bringen dich in Jahannam. Deswegen muss man wissen, was sind denn überhaupt die großen Sünden? Es gibt viele Muslime, die machen große Sünden und große Sünden machen Allah erst recht zornig und sind ein Ticket fürs Höllenfeuer, möge Allah bewahren. Aber wie soll man sich davor schützen, wenn man sie gar nicht mal kennt? Es gibt eine große Sünde, ich sage es jetzt nur mal. Vielleicht, viele Leute denken ja von sich, dass sie vielleicht vieles wissen. Ich denke mal, ich sage jetzt einfach eine Sünde, eine große Sünde. Und ich schaue mal, wie viele sind gerade online, live. 46 Geschwister. Und hier live vor mir vielleicht, wie viele sind wir? 15, ja? Okay, dann. Es gibt eine große Sünde. Al-Muhallil. Al-Muhallil. Kennt jemand diese große Sünde? Wer kann es mir sagen? Wer es mir sagt, der bekommt 20 Pound. 20 Pound, jetzt direkt. Etwas halal, was haram. Etwas halal zu Nein, sagen. nein, das ist ich sage direkt, ein Al-Muhallil und die aus Deutschland, die bekommt 20 Euro. Ich habe auch 20. Nein. Clown. Was ist er wie? Einen Moment, ich habe 20 Dirham, Was? 20 Euro. Oder? Hä? Nein, nein. Eine große Sünde. Und diese große Sünde nennt man Al-Muhallil. Al-Muhallil. Jemand macht eine Der, Al-Muhallil Al-Muhallal also anderen Gott nein, nur Allah kann ja irgendwas halal oder haram. Das ist natürlich Arabisch. Arabisch hast du es gepackt, weil du Arabisch kannst. Aber das ist eine spezielle Sünde. Eine spezielle Sünde. Auch die Geschwister, die online sind, 48 sind live. Nein, wer mir sagt, was diese Sünde ist, der bekommt inshallah 20 Euro. Ich weiß nicht wie, aber. Etwas Klares, also klarer Haram zu halal. Ich schick's in einen Briefumschlag nach Deutschland. Ja? Nein, nein, Muhallil ist eine bestimmte Sünde. Eine bestimmte Sünde. Ja, viele Leute denken, ey, ich brauche mir jetzt nicht Vorträge anzuhören, ich brauche nicht das. Warum? Weil er denkt, er weiß schon vieles. Und ich lerne jeden Tag, wenn ich Vorträge höre, ich lerne was Neues. Derjenige, der weiß, der denkt, der weiß schon was. Also der Vortrag, der dauert auf jeden Fall, bis er drankommt. Das dauert auf jeden Fall noch ein paar Monate. Weil das Buch hat ja viele große Sünden. Weiß es niemand? Noch nie gehört? Noch nie gehört. Ja, die meisten haben es noch nie gehört. Aber ich sage ja, es gibt große Sünden. Und viele von uns vielleicht machen große Sünden, aber die wissen gar nicht, dass es eine große Sünde ist. Soll ich sagen, was es ist? Nein, ich sage nicht, was es ist. Inshallah. Müsst ihr selber herausfinden oder ihr müsst alle Vorträge anhören. Nein, nein. Das habe ich doch schon gesagt. Taib, auf jeden Fall, wir fangen inshallah an, damit wir inshallah vorankommen und dass wir inshallah das schaffen. Gehst du Google fragen? Ja, kannst du Google fragen, inshallah. Aber du musst aufpassen, wenn du keine Internetverbindung hast, ist dein Sheikh tot. Und wenn du den Falschen auf Google fragst, dann hast du vielleicht eine Antwort von Khomeini oder irgendeinem, der die Sünde halal macht. Ja, das ist nur linguistisch, das ist so sprachlich, das ist richtig. Denjenigen folgt. Der sagt, nicht mal in Google gefunden. Muhallalin Der hat das nicht mal in Google gefunden. Muss vielleicht auf Arabisch folgen. schreiben. Muhallalin folgen.
Nein, das ist jemand, der eine Tat macht. Das kann ein Er oder eine Sie sein. Oder mehrere Personen können das sein. Das ist etwas mit Heiraten. Ich glaube, hier werden hier ganz viele Leute machen hier Google gerade. Mund-zu-Mund-Beatmung. Nein. Das ist schon lustig. Okay, Taib, inshallah. Nein, nicht. Walim Salam, Taib, inshallah, fangen wir an mit den zwei Vorträgen. Okay, wir machen einmal Kitabul Kabair, die erste Sünde. Wir reden inshallah heute über die erste Sünde. Und die erste Sünde ist die größte Sünde. Und im Kitabul Kabair, dieses Buch, liebe Schwester, ist ein sehr, sehr schönes Buch. Dieses Buch beinhaltet was? Große Sünden, die Schirk und Kufr sind. Wenn du die machst, du bist kein Muslim mehr. Und sie beinhalten große Sünden, die aber kein Kufr oder Schirk sind. Aber bringen dich trotzdem in Jahannam, wenn du nicht Tauba davon machst. Derjenige, der große Sünde macht, eine große Sünde macht oder mehrere große Sünden macht, er ist in der Maschia von Allah. Der Maschia ist im Wille. Allah wird entscheiden. Er wird dich entweder ins Höllenfeuer reinwerfen, um dich von dieser Sünde reinzuwaschen und danach gehst du ins Paradies. Oder du wirst direkt ins Paradies kommen, wenn er will. Ja? Aber derjenige, der keine Sünden macht, ein Muslim, der keine große Sünde macht, er geht sofort ins Paradies. Sofort. Keine einzige Sekunde wird er bestraft oder befragt. Derjenige, der keine großen Sünden macht, er ist direkt im Paradies. Mit der ersten Gruppe, die ins Paradies reingeht. Ohne überhaupt bestraft zu werden. Ja, das muss man wissen. Ein Muslim, der keine großen Sünden macht, oder er hat Tauba gemacht, richtig aufrichtig Tauba gemacht, von den großen Sünden. Allah hat seine Tauba angenommen, oder er ist Muslim geworden. Al-Islamu yajubu ma qabla. Der Islam löscht alles, was davor war. Ja, jemand, der Muslim geworden ist, das, was er vor dem Islam gemacht hat, ist alles gelöscht. Wenn er danach keine großen Sünden mehr macht, er wird sofort, als allererstes, wenn er aufersteht, er wird direkt ins Paradies gehen. Derjenige, der Hijra fi sabillah macht, Al-Hijratu tajubu ma qablaha. Derjenige, der Hijra macht für Allah, der auswandert für Allah subhanahu wa ta'ala, die Hijra löscht, was davor war. Extreme Belohnungen. Der Shahid etc. Es gibt vielerlei großartige Taten. Aber derjenige, der eine große Sünde macht oder viele große Sünden macht, er hängt. Allah wird entscheiden über ihn. Entweder Allah vergibt ihm, einfach so, weil Allah ihn vergeben will, oder Allah wird ihn waschen und befreien vor dieser Sünde, weil mit Sünden kannst du nicht ins Paradies gehen. Paradies gehen nur Leute rein, die sind rein. Absolut rein, kein Fleck. Du darfst keinen Fleck haben, darfst keinen Dreck bei dir haben. Ja, absolut rein. Und deswegen möge Allah uns zu ihnen gehören lassen und möge Allah uns alle recht leiten. Habt ihr gegoogelt oder habt ihr das so gewusst? Al-Muhallil ist ein Mann, der mit einer dreimal geschiedenen Frau einen proforma Ehevertrag abschließt und unmittelbar danach sich von ihr scheiden lässt, damit sie ihren Ex-Mann wieder heiraten darf. Ja, natürlich wissen wir das. Und das hat der Bruder geschrieben, Ahmed, und die Schwester schreibt, Muhallil ist, wenn man eine Frau heiratet und sich wieder scheiden lässt, damit sie mit ihrem ersten Mann heiraten kann. Ja. Das ist genau Al-Muhallil und Muhallallahu ist diese Sünde. Jemand lässt von seiner Frau dreimal scheiden. Jetzt haben die schon geschrieben. Also wenn ihr es nicht gegoogelt habt, dann inshallah habt ihr, also der Ahmed hat dann seine 20 Euro, ja. Aber wenn man der Sheikh Google gefragt hat, dann ist was anderes. Ja, also Muhallil ist jemand, du hast deine Frau dreimal scheiden lassen. Ja. Allah sagt im Koran, derjenige, der seine Frau dreimal scheiden lässt, er darf nicht zu ihr zurück. Wenn er zu ihr zurückgeht, macht er Zina. Ist genau wie eine fremde Frau. Ja, derjenige, der seine Frau dreimal zu verschiedenen Zeiten oder verschiedenen Tagen sich scheiden lässt. Er darf nicht zu seiner Frau zurück. Außer, illa, antankiha zawjan ghayra. Außer in Surat al-Baqarah. Außer wenn sie einen anderen Mann heiratet. Und mit ihm auch normal Beziehung hat. Richtige Beziehung hat. Danach, wenn die sich scheiden lassen, dann dürfte sie wieder ihren ersten Mann heiraten. Jeder, der darin involviert ist, ja, jeder, der darin involviert ist in die Sache mit Wissen, er ist verflucht und er macht große Sünde. Das heißt, das kann wer sein? Dieser neue Mann, der sie extra heiratet, um sich von ihr wieder scheiden zu lassen. Er ist verflucht, wenn er es macht. Die Frau,
Wenn die das extra macht, die heiratet extra einen Mann, damit er sie wieder scheiden lässt, damit die wieder zurück zu dem ersten Mann. Wenn sie davon Bescheid weiß, von dieser ganzen Story, verflucht. Der Wali von dieser Frau, wenn er damit, er davon Bescheid weiß und er macht mit bei dieser Sache, dann ist er verflucht und macht eine große Sünde. Ja, das ist ein Al-Muhallil oder Al-Muhallil lahu. Ja? Die machen das sozusagen extra, dass es wieder halal ist. Und sowas, ja. Warum? Weil es ist eine, das sind, du machst Tricks mit Allah. Ja? Das ist so wie die Yahud gemacht haben. Du machst Tricks mit der Religion und mit den Gesetzen von Allah. Du spielst mit der Religion. Und deswegen ist es eine große Sünde. Und deswegen, das war nur ein Beispiel, damit man weiß, es gibt viele große Sünden, die wir vielleicht machen würden, aber wir gar nicht wissen, ist es eine Sünde oder ist es keine Sünde. Ja? Und deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, das zu lernen. Und dieses Buch, Kitabul Kabair, das beinhaltet Aqida, Tawhid, ja, beinhaltet Aqida, beinhaltet Fiqh-Angelegenheiten, wie man die Religion praktiziert, es beinhaltet Akhlaq, es beinhaltet Manhaj, alles ist da drin. Sehr, sehr wichtiges Buch. Und dieser Imam, Imam al-Dhahabi, ist ein Hafiz. Ein Hafiz, das ist ein Titel. Und dieser Titel bedeutet einer, der extrem, extrem viel hier. Einer, der extrem viel Wissen hat und einer, der extrem viel auswendig kennt. Ja? Ein Großgelehrter im Islam. Ein extrem Großgelehrter im Islam, der ungefähr vor 700 Jahren gelebt hat. Auch ein Schüler von Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh. Wir werden heute inshallah die erste Sünde behandeln, inshallah. Und die erste Sünde ist gleichzeitig die aller schlimmste Sünde, die man machen kann. Und eine Sünde, die Allah also niemals verzeiht, wenn man so stirbt. Niemals. Imam Zahabi hat einen Minhaj in diesem Buch. Eine Art und Weise, die er befolgt, so wie die großen Gelehrten von damals immer gemacht haben. Wie haben das die großen Gelehrten gemacht? Sie bringen ein Thema, dann bringen sie zu diesem Thema was? Beweise vom Koran als allererstes. Ja, sie bringen ein Thema, eine Überschrift, dann bringen sie Beweise vom Koran, die das belegen, was sie behaupten, sie belegen das. Er hat jetzt behauptet, die erste Sünde im Islam ist Schirk. Die größte Sünde im Islam, Nummer 1, ist Schirk. Allah Azza wa Jalla Götter zur Seite zu stellen oder neben Allah noch andere anzubeten oder an andere Götter zu glauben, außer an Allah. Das ist Schirk. Und er hat jetzt etwas behauptet, aber das, was er behauptet, das musst du belegen, das musst du beweisen. Womit beweist du es? Als erstes, er bringt Beweise vom Koran. Daraufhin bringt er Beweise von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadithe. Und dann, eventuell erklärt er es mit seinen Worten. Ja? Und das ist die Art und Weise, wie die großen Gelehrten früher immer umgegangen sind mit islamischen Angelegenheiten. Anders als heutzutage Leute in so unserer Zeit. Heute, man redet viel und du findest ganz wenige Beweise. Und manchmal sogar gar keine Beweise. Wenn es kein Gelehrter ist, dann redet er, sein Buch ist voll. Er schreibt und redet und redet und redet. Aber die Beweise von Koran und Sunna sind ganz, ganz wenig. Früher, es gibt Bücher, zum Beispiel Kitab al-Tawhid, Usul al-Thalatha, Kitab über Allah, Bücher über Allah subhanahu wa ta'ala. Leute reden über diese Leute. Über Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, über Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi alayhim. Ja, sie reden über diese Leute, über diese großen Gelehrten. Ja, und er war so, und er war so, und der ist so. Okay, lass uns mal sein Buch anschauen, was er geschrieben hat. Machst du Kitab al-Tawhid auf oder Usul al-Thalatha? Was steht da? Kitab al-Tawhid, da stehen nur Koranverse. Koranvers, Hadith, Koranvers, Hadith. Manchmal, du findest auf einer Seite, zwei Seiten gar nichts, gar keine Wörter von sich. Der bringt einfach nur Beweis, reicht. Was gibt's Besseres, was gibt es Schwereres als die klaren Beweise von deinem Herrn? Ja, das heißt, sie haben viele Beweise gebracht und die haben immer Präferenz gegeben zu Koran. Nummer 1 immer Koran und Nummer 2 ist immer die Sünde. Und diese zwei sind nicht trennbar. Niemals trennbar. Ja, weil der Prophet Muhammad s.a.w. was gesagt hat? Ala innama utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Wahrlich, mir wurde der Koran gegeben und etwas Gleiches noch dazu. Oder Ähnliches noch dazu, wie dem Koran. Ja? Weil Koran und Sunna kann man niemals, niemals trennen. Niemals trennen. Dann macht nämlich die Religion gar keinen Sinn. So. Wir werden inshallah Nummer 1 über Schirk sprechen, liebe Geschwister. Und tut mir leid, liebe Geschwister, wenn ihr hier viele Sachen schreibt, ich lese das nicht, weil sonst würde ich gar nicht mehr im Thema bleiben
und dann würde auch uns die Zeit nicht erreichen. Deswegen, inshallah, wir haben nur noch 25 Minuten für beide Themen. Und der zweite Vortrag, inshallah, wird über die 100 Glorreichen sein. Über die 100 Glorreichen, über eine ganz, ganz besondere Frau werden wir heute reden. Nummer 1, Kitabul Kabair, die erste und die allerschlimmste Sünde, ist Ashirk. Ashirk. Allah Azza wa Jal Partner, neben Allah Azza wa Jal Partner zu stellen oder Götter neben Allah Azza wa Jal anzubeten. Und dann ist es egal, wie der Sheikh in diesem Buch sagt, es ist egal, was für Partner es sind. Manche Leute beten die Sonne an oder den Mond oder einen Stein oder einen Mensch oder einen Djinn oder ein Prophet oder einen Engel, einen Baum, egal was. Alles, was neben Allah oder mit Allah oder statt Allah angebetet wird. Egal auf welche Art und Weise man sie anbetet. Egal ob du sie anbetest, indem du Ruku' oder Sujud vor ihnen machst, dich niederwirfst. Egal ob du von ihnen Dua machst, oh gib mir. Du machst, wie Leute zum Beispiel heutzutage, gibt es Leute, die gehen zum Grab von Prophet Muhammad sallam, die sagen, oh Gesandte Allahs, oh Muhammad, gib mir Kinder, mach mich gesund, gib mir Geld. Ja? Das ist Schirk. Ganz genau Schirk, der dich in die Hölle bringt und du niemals rauskommst. Derjenige, der es macht, ist raus aus dem Islam. Warum? Weil du hast genau das gemacht, was das Gegenteil ist von Iman. Glaube an Allah, ist, dass du Allah alleine anbetest und nichts beigesetzt. Niemand anders anbetest außer Allah. Und derjenige macht genau das Gegenteil. Er geht zu Muhammad sallam, er macht genau das Gleiche, wie die Christen gemacht haben. Die Christen gehen zu Jesus und beten Jesus an und bitten von ihm Hilfe und Paradies oder was auch immer. Und die Schiiten, oder sagen wir viele Schiiten, gehen zu Ali oder zu Fatima und beten Ali an und bitten Ali, radiallahu anhu, den Cousin des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den Sahabi al-Jalil. Und das ist alles Schirk. Ja? Und dann ist es egal, ob du ihn anbetest mit Beten, Dua machen, für ihn ein Tier schlachten, Tawaf machen um sein Grab, egal was du machst, egal was für eine Art von Ibadah du machst, sobald du eine Ibadah machst, eine gottesdienstliche Handlung, eine Anbetung, egal was es ist für eine Anbetung, wenn du es machst für jemand anders, außer Allah, oder Allah und für Allah und niemand anders mit Allah, hast du Schirk begangen. Und derjenige, der es macht, ist raus aus dem Islam. Und derjenige, der das macht und stirbt, wird in die Hölle kommen und nie wieder rauskommen. Nie wieder rauskommen. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Schirk kennen, damit wir uns davor bewahren. Und dann hat er Beweise gebracht. Er hat drei Beweise gebracht aus dem Koran. Nummer eins, er hat gebracht den Vers, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Azza wa Jalla vergibt nicht, dass man ihm Götter zur Seite stellt, aber er vergibt alles, was darunter ist, wem er will. Ja? Allah vergibt nicht, dass man ihn Götter zur Seite stellt, dass du mit Allah jemand anders noch anbetest. Anders anbetest. Egal ob das Prophet, Engel, Sonne, egal was es ist, was du anbetest. Egal was für eine Anbetung das ist. Sobald du einen anderen anbetest, bist du ein Muschrik, ein Käfer und du kommst nie aus der Hölle raus. Wenn du so stirbst. Inna Allah la yaghfir. Wahrlich Allah. Allah bekräftigt das. Ja? Inna Allah, inna, ist ein Harf, ein Wort, womit man Sachen bekräftigt in der arabischen Sprache. Wahrlich. Allah verzeiht niemals jemanden, nicht jemanden, der neben Allah andere anbetet. Aber er verzeiht alles, was da drunter ist, wem er will. Ja, das heißt, alle anderen Sünden, die unter dem Schirk sind, die weniger sind als Schirk, vergibt er, wem er will. Das heißt, diese großen Sünden zum Beispiel, die nicht Schirk sind oder Kufr, die dich aus der Religion rausschmeißen. Schirk schmeißt dich aus der Religion. Du machst einmal Schirk, großen Schirk, du bist raus direkt aus der Religion. Dann hat er den zweiten Beweis gebracht. Innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Innahu man yushrik billah. Wahrlich, derjenige, der Schirk mit Allah macht. Derjenige, der Schirk mit Allah macht, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah hat für ihn al-jannah haram gemacht. Das Paradies ist für dich verboten geworden. Haram. Kein Eingang. Niemals. Derjenige, der Schirk macht, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Derjenige, der Schirk mit Allah macht,
Für ihn ist das Paradies haram geworden. Er wird niemals das Paradies sehen und seine Bleibe wird Jahannam sein. Dann als drittes hat der Imam al-Dhahabi rahmatullahi alayhi den Vers gebracht von Surat Luqman, als Luqman, der weise Mann, rahmatullahi alayhi, der weise, rechtschaffene Diener Allahs, seinem Sohn Ratschläge gegeben hat. Und dann hat er zu ihm gesagt, Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. O mein geliebter Sohn, mach kein Schirk mit Allah. Er hat ihm weise Worte gegeben, die er für sein Leben braucht. Ja, Ratschläge gegeben. Mach das und mach das und mach das. Und dann hat er zu ihm gesagt, mach kein Schirk. Inna shirka la dhulmun azim. Wahrlich, Schirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Eine gewaltige Ungerechtigkeit. Eine Ungerechtigkeit wem gegenüber? Deinem Herrn gegenüber. Allah Azza wa Jalla liebt nicht die Ungerechten. Inna Allah la yuhibbu al-zalimin. Wal-zalimuna lahum adabun shadid. Allah Azza wa Jalla liebt nicht die Ungerechten. Allah Azza wa Jalla hat für die Ungerechten große, gewaltige Strafe vorbereitet. Und das ist allgemein Ungerechtigkeit. Man kann ungerecht sein zu sich selbst. Man kann ungerecht sein zu seiner Frau. Man kann ungerecht sein zu seinem Ehemann. Man kann ungerecht sein zu seinen Kindern. Man kann ungerecht sein zu den Tieren. Man kann ungerecht sein zu seinen Nachbarn. Es gibt viele Arten von Ungerechtigkeit. Ja? Und Allah Azza wa Jalla liebt nicht die Ungerechten. Allah liebt es noch nicht mal, dass du ungerecht zu dir selber bist. Deswegen hat Allah Azza wa Jalla verboten, dass einer mit einem Schuh läuft. Ja, mit einen Schuh anzuziehen oder einen Strumpf anzuziehen und so zu laufen, Allah hat das verboten in der Religion. Warum? Weil Allah also erlaubt nicht, dass du ein Millimeter ungerecht bist, nicht mal zu dir selbst. Warum? Ein Fuß hat einen Schuh, läuft bequem, wird nicht gestochen und so weiter. Und der andere Fuß, ja, ist nicht so. Das ist ungerecht. Der Prophet Muhammad saß einmal in der Moschee und hat gerade eine Rede gehalten und da sah er einen Mann draußen in der Sonne stehen. Er sagte, was macht dieser Mann da? Warum steht er in der Sonne, knallhart, in der Wüste, 50 Grad? Ja, er hat ein Gelöbnis gehalten, dass er nicht isst und nicht trinkt und sich nicht hinsetzt und dass er fastet. Ja, Allah Azza wa Jalla hat das von euch gar nicht verlangt, sowas. Sowas ist ungerecht, dein Körper gegenüber ungerecht, dass du einfach in der knallenden Sonne einfach da stehst. Er hat ihm gesagt, er soll sein Gelöbnis brechen, er soll sich hinsetzen, und er soll weggehen von der Sonne, von der knallharten Sonne, aber er soll weiter fasten, weil Fasten ist von der Religion. Er hat ein Gelöbnis gemacht, er will fasten, er hat sozusagen Allah versprochen, er fastet, faste, weiter. Aber deinen Körper Unrecht tun, einfach so in der Sonne, ja, stehen. Oder hat gesehen, dass ein Mann halb in der Sonne sitzt, geh weg von da. Warum? Weil du tust der einen Körperhälfte Unrecht. Allah will sowas nicht. Allah will die absolute Gerechtigkeit. Warum? Weil er ist der Gerechte. Allah ist der Gerechte. Huwal Haq. Huwal Adl. Er ist der Gerechte und er möchte Gerechtigkeit. Er liebt Gerechtigkeit. Und deswegen, Allah möchte nicht, dass wir ungerecht sind. Nicht uns gegenüber, nicht anderen gegenüber. Und die größte und schlimmste Art von Ungerechtigkeit ist die Ungerechtigkeit Allah gegenüber. Indem du Allah Azza wa Jal Partner zur Seite stellst. So wie einer zum Propheten Muhammad das einmal sagte, Ma sha Allah wa shi'it. So wie Allah will und du willst, o Gesandter Allahs. Der Prophet Muhammad ist sauer geworden, hat er zu ihm so gemacht. Aj'alta li, hat er zum anderen auf seinem Brust gesagt, Aj'alta li lillahi niddan wa huwa khalaqak. Willst du mich Allah gleichstellen, obwohl er dich erschaffen hat? Sag, Ma sha Allah. Was Allah will nur. Nicht, was Allah will und du willst. Auch wenn es der Prophet ist. Aj'alta lillahi niddin. Willst du mich gleich mit Allah stellen? Ja, deswegen, liebe Geschwister, das ist eine sehr, sehr wichtige Art und eine wichtige Sache, dass wir lernen, was Schirk ist und dass wir uns von Schirk fernhalten. Dann hat er, und das ist die größte Art und Weise von Ungerechtigkeit ist, dass man Allah also gegenüber ungerecht ist. Allah hat dich erschaffen, Allah hat dir die Gnaden gegeben. Allah hat für dich alles erschaffen. Himmel, Erde, Sonne, Mond, Tag, Nacht, Kinder, Obst, Gemüse, Gewürze.
Alles, was du siehst, alles, was es gibt, Allah hat es für dich erschaffen. Khalaqa lakum, wie Allah sagt im Koran. Ja? Nicht khalaqa, einfach nur khalaqa. Er hat nicht einfach nur erschaffen. Nein, khalaqa lakum. Allah hat für euch erschaffen. Ma fis samawati wa ma fil ard und. Viele verschiedene Verse, wo das Allah sagt, Allah hat das für uns erschaffen. Weil Allah braucht das alles gar nicht. Ja? Und dann stell dir vor, Allah hat alles für dich erschaffen. Und dann dankst du einem anderen. Dann betest du jemand anders an. Was für eine Ungerechtigkeit. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir die Sachen lernen. Dann hat der Imam was gebracht? Dann hat er Hadithe gebracht. Erstmal hat er diese drei Verse gebracht, um zu belegen, Beweise zu bringen für seine Behauptung. Er hat etwas behauptet, hat er die Beweise gebracht. Erstmal drei eindeutige Verse vom Koran, dass Schirk eine große, eine Kabira von den Kabair ist. Und zwar die allergrößte Sünde überhaupt. Und eine Sünde, die einen vernichtet. Und dann hat er Hadithe gebracht. Authentische Hadithe vom Prophet Muhammad sallam. In einem Hadith sagt er, Ala unabbiukum bi akbar al kabair. Soll ich euch berichten von den größten der allergrößten Sünden? Die größten Sünden unter den größten Sünden. Akbar al kabair. Die größte aller großen Sünden. Haben die Sahaba gesagt, Bala ya Rasulullah. Dann hat er gesagt, hat er viele Sachen aufgezählt. Nummer 1, Ash-Shirku billah. Mit Allah Schirk zu machen. Ash-Shirk, Götzen anzubeten, an andere Götter zu glauben, außer an Allah, subhanahu wa ta'ala. Und das in einem Hadith, ein Hadith von, überliefert in Bukhari Muslim, von Abu Huraira radiallahu überliefert. Und dann hat er ihm den zweiten bekannten Hadith gesagt. Den zweiten Hadith hat er gebracht, wo der Prophet Muhammad sallam sagte, Ijtanibu as-sab' al-mubiqat. Haltet euch fern von den 7 Sünden, die euch vernichten. Ja, es gibt viele große Sünden, aber es gibt 7, die sind extrem. Die sind extrem, die sind größer als alle anderen. Die sind schlimmer. Er sagt, verhaltet euch fern von den 7 Sünden, die euch vernichten. Und die erste Sünde war welche? Ash-Shirku billah wieder. Schirk zu machen. Und dann hat er als dritten Beweis gebracht, was? Man baddala dinahu faqtuluh. Derjenige, der seine Religion ändert, so tötet ihn. Und damit ist natürlich nicht gemeint, jemand, der seine Religion ändert, vom Christentum zum Judentum oder vom Judentum zum Hinduismus oder Buddhismus oder Atheist wird. Nein, damit ist gemeint, derjenige, der seine Religion ändert, vom Islam zu einer anderen Religion. Warum? Weil derjenige hat, warum hat er diesen Hadith hier gebracht, in diesem Kapitel, immer mit Dhahabi, ein Beweis dafür, dass derjenige Schirk macht. Ja, warum? Weil er hat sich die Erlaubnis gegeben, die Religion von Allah zu verändern. Die Religion Allahs zu ändern. Und natürlich hier aufpassen, wie ich schon mal oft gesagt habe, im Islam gibt es keine Selbstjustiz. Ja? Derjenige, der seine Religion ändert, tötet ihn, bedeutet nicht, dass du ihn tötest. Oder dass du Recht hast, Menschen zu töten. Ja? Das hier ist natürlich was gemeint, wenn es ein islamisches Land gibt und in diesem islamischen Land gibt es eine Regierung, die natürlich normalerweise, wie normalerweise es auch sein müsste, natürlich regiert mit islamischen Gesetzen, mit Koran und Sunna, dann müsste diese Regierung das anwenden. Das im Strafgesetzbuch der Scharia ist das, beinhaltet das die Todesstrafe. Derjenige, seine Religion ändert, faqtulu. Weil er sich selber das Recht gegeben hat, die Religion von Allah zu verändern und er ist zu halal gemacht hat. Er hat es zu halal gemacht für sich, dass er seine Religion ändern darf. Ja? Und das sind die Beweise, die der Imam gebracht hat, liebe Geschwister. Und er hat noch dazu eine schöne Sache gesagt, was sehr, sehr wichtig ist zu wissen. Derjenige, der die großen Sünden macht, was aber kein Schirk und kein Kufr ist, einer, der die großen Sünden macht im Islam und er stirbt so, aber er stirbt mit La ilaha illallah und er ist ein Muslim, er betet, er fastet, aber er macht große Sünden. Ja, er macht große Sünden. Er hat angefangen mit dem Gegenteil, Entschuldigung. Er hat gesagt, derjenige, der mit Schirk aufpassen, ja, der ist eine Erklärung von dem Sheikh, von diesem großen Gelehrten, Imam Zahabi, er sagte was? Derjenige, der Schirk macht, er geht in Jahannam, la mahala. Er hat keinen anderen Ausweg. Er wird 100% in die Hölle gehen. Derjenige, der mit Schirk stirbt, er hat Schirk begangen und er ist so gestorben. Er geht 100% für Ewigkeit ins Höllenfeuer. Und er hat keinen Ausweg. Er wird, egal, keine Schafa'a,
Der Prophet Muhammad kann ihm keine Schafa'a machen. Die Engel können keine Schafa'a machen. Allah wird ihn nie und nimmer aus der Hölle rausholen. Egal wer er ist, egal was er macht. Egal was alle Menschen und alle Engel für ihn für Fürsprache halten wollen würden, er hat keine Chance aus der Hölle rauszukommen. Derjenige, der Schirk macht. Und dann sagte er, aber derjenige, der keinen Schirk macht, selbst wenn er die großen Sünden machen würde, er geht auf jeden Fall ins Paradies, wa in udhib, selbst wenn er bestraft wird. Das ist derjenige, der große Sünden macht. Es kann sein, dass er in die Hölle geht. Aber definitiv wird er für Ewigkeit ins Paradies gehen. Derjenige, der die großen Sünden macht, er wird ins Paradies gehen, aber es kann sein, dass er bestraft wird im Höllenfeuer. Aber derjenige, der keinen Schirk macht, derjenige, der Schirk macht, er wird definitiv ins Höllenfeuer gehen. Möge Allah uns davor bewahren, und möge Allah uns davor bewahren, dass wir, egal welche Art und Weise vom Schirk machen, ja, sei es großer Schirk, sei es kleiner Schirk, möge Allah uns das Wissen geben über Schirk und dass wir Schirk lernen und die verschiedenen Formen von Schirk lernen und wissen, was großer Schirk ist, der uns raus aus der Religion schmeißt, dass wir dann Kuffar sind und dass wir wissen, was die kleinen Formen von Schirk sind und dass wir trotzdem wissen, dass kleiner Schirk ist größer als die anderen großen Sünden im Islam. Kleiner Schirk bedeutet nicht, dass es klein ist, dass es wenig ist, dass es nicht so schlimm ist. Kleiner Schirk ist schlimmer als die großen Sünden, die wir kennen. Von Alkohol trinken und Mord begehen und so weiter und so fort. Ja, nicht weil klein davor steht, bedeutet es klein. Da eben, inshallah, möge Allah uns das richtige Wissen geben, liebe Geschwister, möge Allah uns alle recht leiten und uns vergeben.